Hey meine Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Minecraft Unity. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen und nun viel Spaß. In der letzten Folge haben wir, was haben wir gemacht? Was haben wir nochmal in der letzten Folge gemacht? Wir haben das Gaia-Portal umgestellt. Genau, heute geht's an die Heiltränke dran, das ist es. Und bevor wir hier zu dem krassesten Thema überhaupt kommen, irgendwas, warum ist da Wasser drin? Hä? Hat sich das selber befüllt? Ich habe da kein Wasser reingetan. Oder hat da jemand Wasser reingetan? Egal. Heiltränke, genau. Wir wollten mal erstmal als allererstes nach den Heiltränken gucken. Und ich habe Anna Zorex gefragt. Also es ist öffentlich. Jeder kann an das Ding drangehen. Ach ja, da fehlt ja die Kohle. Genau. Das Ding ist nur, die Kohle, ich meine, wir können uns daran, naja, wie nennt man das denn? Vergnügen, kann man das so sagen? Aber das Problem ist, ich hab ehrlich gesagt gar keinen Plan, wo der wohnt. Wo wohnt der denn? Also, der hat gesagt, es ist öffentlich, da kann jeder dran, das ist kein Problem, es sind 300.000 Dinger oder so drin. Ja, das Problem ist nur, wo wohnt der denn? Ich muss mal ganz kurz die Renderdistanz irgendwie ein bisschen runter machen, weil irgendwie fängt das an. Ja, schon besser. Zu ruckeln, so. Jetzt habe ich natürlich erstmal einen Kommentar gekriegt, einen Moment, so. Was wollte ich machen? Genau, Heiltränke, dafür brauchen wir Kohle, dafür müssen wir nach Anazorex. Sprich, wir müssen als allererstes mal zur Quarry. Genau, ergibt Sinn, ne? So, warte mal, das tue ich erstmal hier rein, weil das ist für die Heiltränke, das auch. Ich meine, ich hätte das hier irgendwo reingetan für die Heiltränke, ne? Ja, da. Ich glaube, sonst war das nichts weiter, ne? Nee, ich glaube nicht. Hier sind die Melonen, hier sind Kartoffeln. Das brauchen wir für die Heiltränke. Das hier brauchen wir auch für die Heiltränke, das auch. Und der kommt nach da hinten. Das ist der Rest ist Baumaterial. Der Kopper hier. Ja, kann ich mal hier reintun. So. Ah, was ich jetzt immer noch nicht gemacht habe, beziehungsweise vergessen habe, ist immer noch das Thema mit dem ME-System. Immer wenn ich die Kisten sehe, erinnere ich mich dran. Ah, schrecklich. Ich habe überhaupt keinen Platz, Mann. Das ist so eklig. Ich hoffe, reicht das für Quarrygang? Ich glaube nicht. Aber die Cobbles können weg. Ups. Dann Living Rock und so kann ich mir... Ich würde ganz gerne mal ein bisschen mein Baumaterial loswerden, aber irgendwie... Ich habe keinen Platz. Habe ich hier nicht jetzt irgendwo Platz? Ich hatte doch irgendwo Platz gemacht, so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Mir ist ein bisschen Platz, aber wofür? Hier, die Erde kann weg, das Soul Sand brauchen wir noch. Ja, tue ich hier den Living Rock erstmal rein. Das reicht erstmal. So, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz zur Quarry. Und danach... Oh, ist hier ein Beacon? Ich glaube, hier... Der kann fliegen. Das ist ja krass. So, da sind wir zurück. Ich lade mal eben meine Sachen auf nebenbei. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal wieder ein bisschen Kohle. Sprich, ja, wir müssen halt, ich muss halt mal gucken. Also wir gucken gleich mal oder eventuell in der nächsten Folge oder so, wo einer Zorex überhaupt wohnt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo der wohnt. Und bevor ich jetzt komplett, naja, so verwirrt durch die ganze Stadt laufe und irgendwie vielleicht ganz woanders lande, ja, ne, wir schauen gleich mal. Aber erstmal mache ich mir gerade ein paar Blöcke. Denn wir brauchen ja auf jeden Fall, also den Stack behalte ich, den hier behalte ich auch. Das sind hier, ich meine, ich hätte hier hinten sogar auch noch welche drin gehabt. Genau, die habe ich nämlich letztens gesehen. Guck mal ganz kurz an meinen Sachen. Sieht gut aus. Gut, ich gehe mal eben schlafen. Weil Monster ist es, ist nicht so toll, weißt du. So, jetzt können wir uns mal darum kümmern, dass wir erstmal was zu essen haben. Und zwar nicht die Schüssel, sondern die Toastbrot. So, und jetzt machen wir uns die Heiltränke. Und dann mal gucken, vielleicht können wir diesen Part echt schon anfangen oder mal versuchen, den Gaia zu bekämpfen. Beziehungsweise ich muss da unten ein bisschen was aushebeln, aber das geht ja relativ schnell. Das Gute ist, ich muss mal ganz kurz gucken, wie viel ist hier drin? Okay. Kann man auf jeden Fall, die 5 können hier auf jeden Fall rein. Machen wir mal so 15 rein, weil ich will nicht, dass der hier irgendwie zu voll wird oder so, aus Versehen. Aber der muss hier weitermachen. In der Zeit, wo die da jetzt ein bisschen powern, können wir mal eben unten in den Keller gehen und noch die zweite Dings aushebeln. Und ich brauche noch Wolle, genau, für den zweiten Elevator. Aber das ist jetzt erstmal irrelevant. So, ich wollte nämlich... Was wollte ich? Ich wollte mit der Decke noch zwei hoch. Wahrscheinlich verschnellere ich das jetzt nochmal.
So. Warum kann ich die hier eigentlich nicht aufheben? Ah, jetzt. Toll. So. Also, von der Decke her sollte es reichen. Ich würde sagen, wir gehen hier und hier noch gleich zwei rein. Einfach nur, um sicher zu gehen. Oder ein rein, mindestens. Das machen wir aber gleich, denn ich glaube, dass der Heiltrank jetzt mal so langsam fertig sein sollte. Oder die, den, ja, den, der, die, das Heiltrank. Denn wir wollen ja auch, wir brauchen ja noch Terra-Steel. Sprich, ohne Terra-Steel geht sowieso nicht. Und da ist er fertig. Hui, das erste ist fertig. So, aber das plöppt einfach raus. Das ist aber gefährlich, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, wir machen direkt den nächsten. Denn wir müssen ja sowieso noch ein paar Vorbereitungen treffen. So, einmal den, einmal den, einmal den und eine Potato. So. Wir müssen sowieso noch ein paar Vorbereitungen treffen, denn wir brauchen ja auch noch ein paar Goldäpfel. Ich möchte ganz gerne noch mein Dings erweitern. Mein Helm muss ich noch empowern, genau das meine ich. Und so, der sollte jetzt eigentlich anfangen, genau. Wie weit bist du hier mit dem Pool? Ja, wie viel sind hier noch drin? Da noch 7. Ich schätze mal, der wird noch auf jeden Fall voll gehen. Dann können wir uns 2 Terra-Steel herstellen. Einen Test. Und wenn das nicht funktioniert, wie gesagt, ich weiß, ein Trick, dass das halt so gesehen den Gaia sehr einfach macht, kann man sagen, ne? Und, ach nee, hier gibt es ja gar keinen Aufzug. Den werden wir dann in Anspruch nehmen, falls ich es nicht schaffe. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich das mit den Heiltränken, mit ein paar Goldäpfel und mit empowerten Helm und so ein Kram schaffe, weil ich meine ja, die Rüstung macht ja auch irgendwie blablabla weniger Schaden da. 50% Damage Absorb, wenn die voll ist, die Rüstung. Genauso wie hier 60% und der ist ja noch nicht empowered. Deswegen, vielleicht klappt das ja, weil der Gaia, der macht ja so. Also in der ersten Form ist er halt ein bisschen leichter. In der anderen Form ist er halt ein bisschen schwieriger. Deswegen müssen wir mal gucken. Ich meine nämlich, ich weiß nicht, ob er jetzt gerade in beiden Formen Monster spawnt, was halt sehr problematisch ist. Ansonsten tun wir uns einfach ein paar. Ich glaube, die sind das hier. Moment, die hier. Bellthrone aufstellen. Die brauchen halt nur Mana. Das ist halt das Problem. Sprich, wir müssen hier unten mal eben dann ein paar bepowern und so ein Kram. Was halt sehr nervig sein oder werden könnte. Ich werde jetzt hier übrigens noch nicht das Ganze schön machen. Das machen wir erst hinterher. Also die Steine austauschen, dass das auch so ein bisschen Arena-mäßig aussieht. Das machen wir erst hinterher. Jetzt gerade lohnt sich das noch nicht, weil ich jetzt gerade eh ein bisschen in Stress bin, dass das alles funktioniert hier. Er ist halb fertig. Er ist noch nicht mal ansatzweise voll für 2 Terra-Steel. Der ist aber fast fertig. Das ist gut. So halb. Also kann man so gesehen, wenn ich die Wände unten habe, sollte es dann oben fertig sein. So, da die Pike ist auch fertig. Perfekt. Und das ist jetzt so gerade mein Hauptziel. Dadurch, dass wir halt einen ersten Auftrag haben, möchte ich den natürlich auch schnell und zuverlässig anbringen. Also den Zadius auch übergeben oder überreichen. Und naja, das versuche ich, ne? Deswegen hoffe ich, dass wir das mit dem Gaia hinkriegen. Ich gehe aber mal eigentlich davon aus. Wie ist das eigentlich jetzt hier? Kann ich da auch zugreifen? Kann ich zugreifen? Aber ich hab die Buffs nicht, meine ich, ne? Ja, das ist der Richtige. So, dann tun wir den jetzt empowern, tun den aufladen. Und theoretisch gesehen müsste jetzt unsere Leiste auch da oben voll sein. Und wir müssten, ja, ist also die einzigen Sachen müssten halt auf jeden Fall voll sein, alle. Das ist wichtig, das Schwert wahrscheinlich auch, weil das macht auch nochmal extra Damage. So, der kann angezogen sein. Der ist auch voll, der ist voll und das ist voll. Wie ich die übrigens repariere, weiß ich gerade auch nicht so wirklich. So, der ist voll und der ist auch voll. Genau. Kann man hier noch irgendwas enchanten, was mir irgendwas hilft? Aber ich meine nicht. Auf der Brust kann nur noch. Ja, ich kann es mehr enchanten. Apris Shirt, keine Ahnung. Double Air, Empowered, Potion of Swiftness. Ja, das könnten wir mal eben machen. Ich weiß nur nicht, wo ich meine Potion reingetan habe. Weil wir haben ja jetzt ein paar Level. Ah, hier ist sie sogar. Da können wir mal unsere Hose. Jetzt wird sie wahrscheinlich wieder leer sein gleich, aber egal. Aber so kann ich die mal eben auf 3 machen. Ah, ne, ist nicht leer. Gut. Jetzt sind wir halt nochmal ein bisschen schneller, wie man sieht.
Und die sind ja auf Jump. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Lilypad ist Flippers. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt für den Gaia. So. Nee. Boah, hab ich mich erschrocken. Okay, jetzt ist er fertig. So, wir haben jetzt so gesehen 12 Instant Healing 2. Ja. So, den packe ich gleich. Hier packe ich gleich alles so ein bisschen weg. Also, ich werde auf jeden Fall noch einen dritten herstellen. Wie weit ist der hier? Wir brauchen ja auch das Terra-Stil. Zweimal eigentlich so in der Regel. Ist auch fast fertig, sage ich mal. Wir werden uns auf jeden Fall noch mehr machen. Wir werden uns jetzt auch noch ein paar Goldäpfel craften. Aber ich gehe mal eben auf Toilette. Auf Toilette. Ich gehe mal kurz auf, ins Bett. Ja, ich will mal kurz abschniedeln, ne? Also. Ne? So, wir haben hier unser Gold. Das ist jetzt nicht so viel, ist aber okay. Und wir haben hier irgendwo Äpfel. Da. Ach, wir haben sogar noch Goldäpfel. Und hier haben wir auch noch Äpfel. So, die werden wir alle schön machen. Also ich meine, das wird nicht mein ganzes Gold brauchen, oder? Doch, wird es. Gut, dann machen wir auf jeden Fall nicht so viele. Wir machen mal so 3 noch. 3 Äpfel, das sind 8. Das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Plus die Instant-Heal-Tränke. Ich nehme auch mal ein bisschen besseres Essen mit für den Gaia. Ich bereite mich jetzt gerade mal noch so ein bisschen darauf vor. Und eigentlich muss ich... Ich müsste mal mein ganzes Holz... Ich tue mein ganzes Holz jetzt erstmal hier rein, in die Essenskizze. So, kann ich hier noch Eisen reinpacken? Nee, kann ich hier noch Eisen reinpacken? Ja, aber nicht viel. Hier? Auch nicht. Hier ist eine Redstone-Torch. Weg damit. Und du? So, das ist auf jeden Fall für Terrasti. Das machen wir jetzt. Noch eben. Ich glaube, das war ja einfach nur drauflegen und der bepowert das von selber. Genau. Jetzt geht das Ding ja sowieso leer. So, dann haben wir einen Terra-Stil. Und den beschwören wir in der nächsten Folge für den Gaia. Das ist Fakt. So, das ist wichtig. Der ist wichtig. Für später dann. So, ich glaube... Ich meine, wir könnten uns noch so einen Rod machen, der eventuell mit Feuer oder irgendwas oder so macht. Aber ich weiß nicht, ob das sein muss. Ich schätze mal, das schaffen wir auch so. So, da haben wir das Terra-Stil. Das ist für den Gaia später. Also, das heißt später, wahrscheinlich im nächsten Part. Der ist jetzt halb leer, sprich, ich könnte nochmal ein bisschen Kohle nachfüllen, dann für die nächste Folge. So gesehen. Wo habe ich die Kohle jetzt hingetan? Hier. Genau, dann tun wir mal so... Na, 20 sind, glaube ich... Nee, 20 müsste eigentlich locker reichen. Das Problem ist nur, ich habe echt keinen Plan, wo der wohnt. Das Ding ist, es ist ja nichts geclaimed hier. Wir gucken mal eben, wo der wohnt. Ob ich das hier irgendwo finde. Vielleicht sieht auch irgendwas komplett danach aus, so baumfarbenmäßig. Ich habe nur ehrlich gesagt keinen Plan, wo. Weil er hat gesagt, wir können uns das auf jeden Fall rausnehmen. Ich weiß, wie gesagt, nur nicht, wo er wohnt. Wer wohnt denn hier? Boah. Ruckelig, ruckelig. Was ist das? Das könnte er sein. Public ME. Oh, das ist ein Public ME. Wie greife ich denn darauf zu? Boah, ist das ruckelig hier. Wie kommen die denn hier mit... Wie schaffen die das so, dass mein Rechner so schlecht... Kann ich da... Ich kann da doch nicht einfach drauf zugreifen. Nee. Hä? Hier muss doch irgendwo ein Controller sein. Aber wo ist der denn? Hier? Ah, hier. Und hier ist Holzkohle drin. Coal. Da ist nur normale Kohle drin. Aber was mit Holzkohle? Tiny Coal. Warte mal, ich scroll hier mal. Wow, Alter, was hier alles drin ist, ne? Obsidian, das... Ja, das ist normale Kohle. Ich meine, ich kann auch normale Kohle nehmen, aber... Es ist ja ein Public ME, so wie ich das jetzt verstanden habe. Aber hier ist hier keine Holzkohle, also scheint das nicht... das ME-System von Anaxorex zu sein. Dann lasse ich das erstmal. Ich meine, es ist ein Public ME, sprich, jeder darf darauf zugreifen, so gesehen. Das ist kein Elevator, ne? Seht ihr das, wie das hier leckt? Das ist ja abartig. Ich schätze mal nicht, dass das Anaxorex gehört. Das Problem ist nur, wo ist der denn dann? Ich hoffe, da stehen auch Namen drauf. Alter, ist das hier im Ruckeln? Infinity Storage? Ist hier irgendwas drin? Aber hier sehe ich nur Äpfel, Äpfel, Äpfel. Dim, 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 dim. Nichts Besonderes. Da ist ein Loch im Boden. Essen, Dirt. Ansonsten muss ich bei dem mal im Part reingucken. Deswegen. Alter, ist das hier laut. Scheint irgendwas Maschinelles zu sein. Habe ich keine Ahnung von. Was ist das hier? Für die Kraft... Achso, für das Kraftwerk. Nein, nein. Es wäre schön, wenn ihr mal Namensschilder machen würdet. Ich habe keinen Plan, wo hier wer wohnt. Alter, ist das hier ruckelig. Wer wohnt denn da? Vielleicht wohnt er ja auch da hinten. Das ist auch cool. Das ist so eine Villa.
Das hat mir auch sehr gut gefallen, als ich hier mal vorbeigeflogen bin. Ich hoffe, er hat ein Namensschild drin. Was? Hier entsteht Mob Inc., die Villa. Fördert von bla bla bla. Erbaut von Xanto. Okay, hier wohnt er anscheinend nicht. Wo wohnt er denn? Wer ist denn hier? Hier gibt's... Ah, das sieht aus wie Holzkohle. Kann ich hier einfach drauf zugreifen? Ah, hier ist das. Ah, hier ist das. Okay, dann machen wir uns mal voll hier, ne? Das ist ja auch öffentlich. Ah, jetzt weiß ich aber, wo es ist. Ich hätte mir ein Crafting Table mitnehmen sollen. Gibt's hier irgendwo Crafting Table? Das ist alles automatisiert. Das ist richtig krass, Mann. Weil dann würde ich mir direkt Blöcke rausmachen und dann halt noch mehr machen. Ich glaube, ich nehme... Haben wir Holz? Nee. Ich nehme mal eben ein Crafting Table mit und mache mir einfach mal 10.000 Blöcke. Weil wir brauchen das ja so oder so. Und das da ich es darf, ne? Ist ja nicht so weit weg, wenn ich mein Haus finde. Es wird ja hier irgendwie... Ne? Irgendwie gerade... Deswegen ruckelt es wahrscheinlich, weil da irgendwas drin ist, was meine Performance wegmacht. Aber nein, gut. So, dann machen wir mal fleißig. Ich hoffe, das funktioniert mit der. Das ist das... Das sollten wir vielleicht mal gleich checken. Wartet mal. Ja, lass doch mal die Kohle los. Warte mal, das checken wir mal. Ich hoffe, dass das mit der Kohle auch geht. Mit der Holzkohle. Dass er die Holzkohle auch annimmt. Warte mal, bevor ich jetzt hier irgendwas probiere und es am Ende gar nicht funktioniert, testen wir das mal eben. Hat er das jetzt gesnackt? Noch steht die da. Gucken, ob der die wegnimmt. Gleich. Bis jetzt sage ich schon nichts. Bis die erste leer ist. Hier ist eine leer. Da ist die nächste leer. Und der nimmt die Charcoal nicht an. Ich warte jetzt nochmal gerade. Vielleicht sind die zwei Buggy irgendwie zu nah dran oder so. Hier hinten sind die aber auch aus. Es sieht nicht danach aus, als ob das geht. Hat er die jetzt genommen? Ne, die schwört da immer noch rum. Geht das nicht? Es scheint nicht so, als ob er die annimmt. Ich probiere jetzt mal was. Wenn er die mal nehmen würde. Ach, ich habe keinen Platz. Okay, warte mal. Wenn er jetzt die normale Kohle nimmt, dann brauche ich die Charcoal nicht. Ja, es geht nicht mit der Charcoal. Also Charcoal können wir vergessen. Danke für eure Hilfe, also für die, dass es eventuell geht, aber es geht leider nicht. Okay, dann haben wir jetzt ein Inventar voller Charcoal, die nicht funktioniert. Block of Charcoal. Können wir nichts mit anfangen. Außer man kann sie noch irgendwie umwandeln. Kann man die auch wieder zurückstecken? Warte mal. Wir gehen mal an. Also ich nehme mir was von dem Public ME. Es ist ja ein ME-System für alle, nehme ich mal an. Wenn nicht, dann entschuldige ich mich. Könnt ihr mir gerne schreiben, wenn sich da jemand beschwert. Obwohl auf einmal die ganz. Kann ich die auch wieder da reinpacken? In. Ja, geht. So. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So. Aber gut, Leute. Also, wie gesagt, das mit Anazorix geht leider nicht. Also mit der Charcoal. Wie gesagt, ich versuche die jetzt nochmal da reinzuwerfen und hoffe, dass das dann funktioniert. Und naja, wenn das dann nicht funktioniert, dann bringt mir Charcoal nicht. Dann brauche ich die normale Kohle. Und das Problem bei der normalen Kohle wird sein, wo soll ich so viel normale Kohle herkriegen? Ich meine, jetzt wird sie eh bepowert. Dann werden wir das nämlich eher in der nächsten Folge machen, würde ich sagen. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich selber ein Daumen freuen. Also, das wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Und rein! Und ich habe da hinten einen Stalker. Seht ihr den? Da.